Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu meiner Review von der Dragon Ball Super Folge 39. Ich weiß Leute, hört sich zwar komisch an, aber ich konnte nicht anders. Ich habe die Woche überlegt, soll ich jetzt Dragon Ball Super reviewen, soll ich es nicht reviewen? Ich war so ein bisschen am Überlegen, ich wollte sogar Academia und Dragon Ball Super in ein Video packen, aber nach dieser Dragon Ball Folge kann ich das gar nicht. Viele von euch wollten ja, dass ich Dragon Ball Super jetzt review. Ich möchte jetzt auch nicht den ganzen Leuten, die mich für One Piece und Fairy Tail abonniert haben, komplett auf die Nerven gehen mit den vielen Uploads, aber ich hoffe, ihr habt da Verständnis für, denn ich muss einfach sagen, Dragon Ball Super macht so viel Spaß und das war mit Abstand die beste Folge von Dragon Ball Super. Heute ist wirklich ein super Sonntag, denn Academia mit der besten Folge, jetzt Dragon Ball mit der besten Folge, ist es einfach nur noch Hype. Und diese Folge von Dragon Ball Super war auch eine Folge, die endlich mal eine sehr, sehr gute Animation hat und das durchweg. Es war jetzt natürlich keine Madhouse-Qualität oder so, aber diese Folge war wirklich super animiert und man hat auch die ganze Zeit Spaß gehabt zuzugucken. Der Kampf war auch wirklich dynamisch. Man hat wirklich gesehen, dass sie sich richtig treffen, dass sie richtig kämpfen. Nicht so wie in den vorherigen Folgen, wo wirklich viele, viele Fehler drin waren. Aber wie gesagt, gerade diese Folge war so gut gemacht. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob ich Dragon Ball Super jetzt jede Woche reviewen werde. Das werde ich jetzt nach den Zuschauern richten, also nach euch, wie ihr da Bock habt oder wie ihr da reagieren werdet, weil, wie gesagt, es ist ein bisschen komisch, wenn man vier Anime-Manga auf einen Channel ja thematisiert und wenn sich eine Person nur für ein Anime oder Manga interessiert, ist es halt schwer, obwohl es natürlich absolut legitim ist. Ich bin da niemandem böse oder so, aber es ist halt schwer, deswegen muss ich gucken, wie ich das Ganze integrieren kann und so weiter. Aber auf diese Folge habe ich auf jeden Fall richtig Bock, die zu reviewen, denn wir sehen Goku gegen Hit und dieser Kampf ist ja lange, lange erwartet und man hat schon vorher so einen Hype, wenn man die Preview auch gesehen hat, wo Son Goku wirklich ausgerastet ist. Und Goku macht auch weiter damit. Er geht richtig ab und greift auch an und schafft sogar was zu machen gegen Hit. Und wir sehen auch, dass bei dem Super Saiyan Blue auf einmal Blitze kommen. Er strengt sich richtig an und wir sehen Blitze. Und da haben viele gesagt, yo, ist das jetzt der Super Saiyan Blue 2? Habe ich auch teilweise gedacht. Aber dazu kommen wir später, denn der Kampf geht dann zwischen den beiden los. Und ich muss sagen, es sieht richtig gut aus. Es erinnert mich sehr stark an Dragon Ball Z, wo wirklich dieser Kampf, wie gesagt, sehr dynamisch eingesetzt worden ist. Und wir wissen natürlich, dass Hit immer noch seine Technik hat, wodurch er halt ein bisschen Zeit überbrücken kann, immer noch mit 0,1 Sekunden und Goku kontert das einfach des Todes. Goku erscheint so stark in dieser Folge und dadurch bekommt Hit auch einen kleinen Ansporn und ja, landet dann auch einen Hit demnach. Was aber noch krasser ist, ist, dass Hit sich dann auflädt oder wirklich sich steigert und nicht so wie die Saiyajins sich steigert, also die Saiyajins steigern sich ja mit Form, denn bei Hit ist es anders. Er steigert sich, indem er sich verbessert im Kampf, also er macht Trainingsfortschritte im Kampf in so einer schnellen Zeit, was einfach richtig krass ist. Und er hat halt Goku ein bisschen imitiert, wodurch er dann sich verbessert hat und von 0,1 auf 0,2 Sekunden gesteigert ist. Das ist natürlich wieder so ein typisches Dragon Ball Klischee von 0,1 auf 0,2, ist mir schon klar. Aber ganz ehrlich, mir hat es gefallen. Es hat einfach Spaß gemacht, diesen Kampf zu sehen und Hit zu sehen, wie er sich wirklich gesteigert hat. Deswegen fand ich das demnach okay. Und wir sehen auch, dass Hit ihn wirklich krass fertig macht und Goku einfach nur kassiert. Und er lässt Goku sogar aufstehen, denn er möchte seine Schuld begleichen, dass Goku ihm geholfen hat, sich zu verbessern und lässt ihn dann aufstehen, was auch einfach wieder eine ganz, ganz interessante Szene war. Und was noch krasser ist, Goku kassiert natürlich weiterhin, aber Hit steigert sich einfach auf 0,5 Sekunden. Und das ist schon ziemlich heftig, denn er ist jetzt bei einer halben Sekunde, was eigentlich schon einen sehr, sehr großen Unterschied ausmacht. Und demnach kassiert Goku immer weiter und weiter, was einfach wieder ein Dragon Ball Klischee ist, dass der Hauptprotagonist wieder komplett kassiert und dann wiederkommt, ist halt normaler Standard, aber hat mir Spaß gemacht, ganz ehrlich, habe ich eben auch schon gesagt. Und dann kommen wir zu der ganz interessanten Sache. Goku steht auf und sagt, jetzt kommt meine Technik, die ich geheim gehalten habe. Und das war eine Technik, die er gegen Beerus anwenden wollte, aber es dann nicht getan hat, weil er sie jetzt gebraucht hat. Und es gibt nur eine 10%ige Chance, dass das wirklich klappt. Ansonsten würde der Körper einfach zerstört werden. Und ja, das ist auch wieder Classic Dragon Ball. Ja, von wegen 10% wird sowieso klappen. Hit macht nichts. Er lässt Goku sich einfach aufladen. Die Spannung steigt ein bisschen und zack, wir haben ihn, den Super Saiyajin Blue Kaioken. Und das war wirklich was sehr oft, aufgekommen ist in der Dragon Ball Community und ich muss sagen, ich finde es sehr gut. Ich war ein bisschen skeptisch, weil ich gesagt habe, yo, wieso macht er erst jetzt Super Saiyan und Kaioken, ist auch ein bisschen unlogisch, aber die Erklärung dahinter lässt mich wieder sagen, dass Toriyama in gewisser Weise wirklich ein Genie ist und das wieder sehr gut gemacht hat, denn die Kaioken ist Gokus Trumpfkarte, schon immer gewesen und das Ding bei der Kaioken ist ja, dass sie die Kräfte verdoppelt, das heißt, wenn er Super Saiyan normal wäre und dann die Kaioken einsetzen würde, dann hätte er doch einen viel stärkeren Super Saiyan, deswegen habe ich mich gefragt, wieso hat er das vorher nicht benutzt und das Ding ist, dass die Kaioken sehr kräftezehrend ist und deswegen hat das halt so lange nicht benutzt und mit dem Super Saiyan wäre es nicht möglich gewesen, denn der Super Saiyan ist natürlich sehr krass an dem Zorn orientiert und beim Super Saiyan Blue ist es anders. Man hat zwar die Kraft, aber man denkt auch ruhig und deswegen kann man die Kaioken benutzen, denn man kann das Ganze besser kontrollieren, weil man auch eine bessere Ki-Kontrolle hat und deswegen muss ich sagen, Daumen hoch hat Toriyama sehr, sehr gut reingebracht und wir haben dann auch vorher so einen kleinen Flashback gesehen zwischen Vegeta und Goku, wo die das erstmal gekämpft haben in der Saiyajin-Saga in Dragon Ball Z und da muss ich auch sagen, das war wirklich ein sehr, sehr cooler Nostalgie-Moment gerade bei mir. Ich fand es echt gut, dass
das zu sehen. Es hat meiner Meinung nach auch sehr gut gepasst. Und ich finde den Grund hinter Hit auch ganz interessant. Denn Hit sagt ja, ja, mach du nur, wenn du stärker bist, werde ich mich wieder verbessern. Also Hit ist auch ein kompletter Kämpfer und möchte halt besser werden. Deswegen lässt er Goku auch machen. Und es ist halt nicht so das Klischee in Shonen, dass der Gegner einfach nur zuguckt. Denn Hit hat wirklich einen Grund, wieso er nur zugeguckt hat. Und dann kämpfen die beiden gegeneinander und ja, Goku ist verdammt stark. Er hat eine enorme Macht und wir hören auch das Opening während dem Kampf. Und wenn ein Opening während dem Kampf läuft, heißt es eigentlich immer, dass wir uns zum Ende eines Arcs neigen. Und das war hier auch der Fall, oder ich denke jedenfalls, dass es der Fall ist. Natürlich wird es noch spannend gemacht. In der nächsten Folge geht es noch mit dem Kampf weiter, aber ich fand die Folge einfach in jeder Hinsicht sehr gut gemacht. Das Opening war gut, der Soundtrack war gut, die Animation war auch endlich mal gut und ja, Super Saiyan Blue Kaioken, Leute, was wollt ihr denn noch mehr? Und wir sehen dann auch ein Kamehameha, was auch eine verdammt geile Animation hat und das sah einfach nur so kraftvoll aus. Ich bin sehr, sehr gehypt von der Folge. Ich bin auch sehr, sehr froh über diese Folge fast schon, denn Dragon Ball Super zeigt jetzt, dass es mehr kann. Ich habe ja vor 2 Wochen ein Video gemacht, dass ihr euch Dragon Ball Super anschauen sollt, dass es besser wird und das ist wohl die beste Bestätigung zu zeigen, dass es besser wird. Denn diese Folge hatte eine gute Animation, einen guten Storyverlauf, guten Soundtrack, wie ich schon eben erwähnt habe. Also das hat einfach alles perfekt zusammengepasst. Und wir haben ein neues Ending, das wollte ich auch noch erwähnen. Das fand ich auch wirklich ganz gut gemacht. Hat mir sehr gefallen. Aber das wäre es von dieser Folge gewesen. Wenn euch die Videos gefallen, wenn ihr mehr Dragon Ball Super Reviews sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall hier ein Like da. Ich weiß, ich sage das fast bei jedem Video, aber hier ist es mir wirklich sehr wichtig, denn ich muss sehen, ob sich das Ganze lohnt für die ganze Community von mir oder ob das eher nur was ist, was ich gerne machen möchte. Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet und wie ihr diese Reviews findet, also ob ich die machen soll oder nicht. Je nachdem ist euch überlassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch natürlich noch einen super schönen Tag. Haut rein!